Ja, meine Damen und Herren, wir haben hier zu später Stunde den 24.05.2019 einmal eine Frage aufgeworfen. Ja, und zu dieser Frage, ja, da sind wir doch tief berührt an solches, was uns doch auch einige Schriften, ja, von religiösen Schriften überliefert haben. Und für solches gehen wir da einmal in die Tiefe, um uns da etwas aufklären zu lassen. So ist es nun einmal. Und dafür sage ich einmal mal, Ton ab, na bitte, es geht auch wunderbar. So, sagen Sie, ich habe Sie eingeladen. Sie kennen sich in den Schriften aus, ja? Und Sie haben da jetzt eine neue Enthüllung, ja? Wie geht die? Ja, das ist ganz einfach. Ich sage einmal, Gott schuf am Anfang die Erde. Ja, vielleicht auch Himmel, aber die Erde zumindest auch, ne? Das steht doch so am Anfang der Schrift. Nun lese ich in der Offenbarung 21,1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ja, das kann sich nur. Also ich glaube, das war die Entdeckung Amerikas. Aber wie kommen Sie darauf, dass da die Offenbarung uns die Entdeckung Amerikas erklärt? Wie geht das? Ja, das sagt doch der Text. Verstehen Sie denn es nicht? Nein, also dass da eine neue Erde, das ist schon mal wahr, aber das mit dem Himmel, das stimmt jetzt nicht so, oder? Oh, das habe ich mich jetzt verlesen. Natürlich. Der Himmel ist natürlich der gleiche geblieben. Aber dann weicht die Schrift dann vielleicht doch ein bisschen ab. Aber ich lese dann mal weiter, ja? Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Ja, also da würde ich mal sagen, da stimmen vielleicht zwei Dinge von dreien nicht. Ja, wie meinen Sie das mit... Das müssen Sie mir erklären. Ja, also der Himmel ist ja doch immer wieder derselbe geblieben, irgendwie doch schon, oder? Und das Meer ist eben einfach auch noch. Aber wie sieht es mit der Erde aus? Ja, ich weiß schon, was Sie meinen. Sie sagen, die erste Erde ist vielleicht Europa. Ja, natürlich, das ist untergegangen, das weiß man ja. Ja, und also lesen wir nochmal von Anfang die Schrift. Da war irgendwo Ihre Aussage eine neue Erde. Ja, das habe ich doch erklärt, Mensch, das ist Amerika, haben Sie es nicht verstanden? Ach so, ja, doch, ja, Entschuldigung, das habe ich jetzt, ja, das stimmt. Also die neue Erde ist Amerika und die alte Erde ist untergegangen und das ist Europa. Na schön, das ist die Schrift, die sagt das so. Ja, na, unabgesehen davon, ob ein neuer Himmel oder das Meer nicht mehr da ist. Das Meer ist noch da. Ja, aber dann irrt sich die Schrift vielleicht? Nein, das hat nur einer gesehen. Ach so, das verstehe ich jetzt nicht. Was gesehen hat der? Ja, na, das ist eine Offenbarung eines trübsinnigen Menschen gewesen. Der hat es einfach aufgeschrieben und dann hat er gedacht, irgendwie, was er sieht, schreibt er auf. Ja, aber wie konnte er das gesehen haben? Das ist doch irgendwie alles nicht passiert. Er hat gesehen, das Meer ist nicht mehr. Nun ist das Meer aber immer noch da. Ja, denn wart ihr erblindet oder ihr habt eine falsche Sicht gehabt? Ich weiß das auch nicht. Ja, aber wenn in dem Text jetzt irgendwo das eine nicht so stimmt und vielleicht auch das mit dem Himmel und neuer Himmel auch nicht so stimmt, warum soll denn das jetzt mit der Erde so stimmen, was Sie da so sagen? Das ist nun mal so. Verstehen Sie das doch mal. Europa existiert nicht und die neue Erde ist Amerika. Hören Sie jetzt auf jetzt. Ach so, ja, natürlich. Das passt auch zu, weiß ich nicht, irgendwelchen Menschen, die das glauben, vielleicht auch, ja. Sagen Sie mal, was soll es jetzt? Das kann ich nicht so. Ja, so, jetzt nehmen Sie das so hin, dass das so ist. Ja, schön, das ist so. Ja, aber vielleicht ist es doch anders. Das ist so wie mit den Flat-Earthern. Verstehen Sie das? Das ist ja auch alles ganz anders. Ja, das stimmt, da ist auch alles ganz anders. Ja, nun schön, aber wenn es immer alles ganz anders ist, wo nimmt man das eigentlich alles immer her, wenn es alles immer ganz anders ist? Ja, das sehen Sie doch an solchen Schriften, die sich schon früher geirrt hatten. Ach so, die hatten sich schon früher geirrt, diese Schriften. Schön. Aber warum stellen sich die Menschen immer wieder hin und tun so, wie wenn sie das alles glauben, was in der Schrift steht?
Das weiß ich doch nicht, Mensch. Ja? Schauen Sie doch selber in die Schrift, Mann. Ach, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht belästigen um solches. Ja, ich habe Ihnen das erklärt. Ja, ich danke Ihnen auch schön, dass Sie mir das erklärt haben. Einfach wunderbar. Na, bitteschön. Amerika, die neue Erde. Wie geht das? Die alte? Aber wir sind doch auch noch da. Ja, wir sind noch da. Das heißt, es stimmt auch nicht. Oh, jetzt haben wir... Nee, also so... Nee, das war ein kleiner Denkfehler. Es macht ja nichts, ne? Tut ja nichts zur Sache. Ja, es war ein Denkfehler. Das glaube ich auch, dass es ein ganz großer Denkfehler war. Hm? So ist es nun einmal. Ja, wunderbar. Dann haben wir das dann mal gehabt, ja? Der kleine Denkfehler. Wie geht sowas? Wie kann man sich aber auch so irren? Die Schriften irren sich doch überall. Ja, nicht ganz so. Vielleicht ist da ein bisschen Geschichte noch bei, was da vielleicht noch stimmt. Aber da sind Träumereien drin, die nicht stimmen. Ja, das merke ich auch. Das sind irgendwelche komischen Ideen, ja. Wunderbar. Dann belassen wir das da mal, ja, mit diesen irrswitzigen Ideen als solches, ja. Wunderbar, einfach herrlich. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Ja, es gibt eine neue Erde, wer hätte das gedacht? Und seit man Amerika als eine neue entdeckt hat, glaubt man, dass die andere wohl nicht mehr, oh, die alte da, als Europa gar nicht mehr existiert. So ist es nun einmal. Es macht ja nichts, ne? Europe first, oh, ich weiß das auch nicht, ja. Wie geht das? Ja, natürlich, auserwählt. Sind sie alle auserwählt? Jeder baut sich sein eigenes Jerusalem. Wie konnte das sein? Wie ist das geschehen? Jeder hat sich sein eigenes Jerusalem gebaut. Na, so ist es nun einmal. Bleiben Sie uns wohl auf, Ihre Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.